So, das war die letzte. Also Rieke, du könntest ja auch mal was machen. 22.338 plus 710. Also das waren jetzt 38.000 Steine und 71. Da komme ich aber nicht mit zurecht. Uns fehlt einfach Geld. Wir haben alles zusammen, aber ein Soll von 40.000 und besorgen müssen wir so viel. Ich krieg das nicht zusammengerechnet. Uns fehlt einfach noch was. Wollen wir tauschen? Du könntest auch mal was machen. Na ja, mach ich doch. Ich rechne. Und was soll ich dir sagen? Da kommt genauso wenig raus wie bei dem, was du da unten machst. Nix. Mir aus, ey. Ich habe so viel gerechnet. Und ich habe so viel aufgeräumt. Und ich werde nicht fertig. Oh, ich auch nicht. Also ich habe wirklich ganz viel gerechnet und uns fehlt Knete. Uns fehlt einfach Geld. Wir werden nicht fertig mit dem Hublift. Wir werden nicht fertig mit den Pflastern. Wir können nicht barrierefrei gestalten. Und morgen kommt Elvira. Elvira, die grandiose Sängerin Elvira. Und wir? Und wir haben keine Ahnung, wie wir ihre Fans hier hochkriegen sollen. Und wir müssen ihr noch sagen, dass wir kein Geld haben. Wir können sie nicht bezahlen. Keine Gage zahlen. Wir sind ein Kunstverein. Kultur. Traurig, traurig. Was machen wir bloß? Hallo? Könnt ihr mich da reinlassen? Es regnet. Oh je, da ist sie. Ach du je. Jetzt ist sie da. Ach, hier seid ihr. Ich habe euch überall gesucht. Ich wollte wissen, ob für morgen alles klar geht. Hier ist ja gar nichts fertig. Der Hof ist nicht gepflastert. Draußen liegen überall Steine rum. Und überall ist Schmutz. Und das Theater hier, oh mein Gott, was für ein Chaos. Ich dachte, der Schrammhof ist was Besonderes. Letzte Woche war ich in New York, davor in Chicago und sogar in Sydney. Viele tausend Fans haben meinen neuen Song gefeiert. Der Traum vom Fliegen. Und jetzt bin ich hier in Silberg. Im berühmten Schrammhof, der angesagtesten Location. Und was ist mit meinen Fans? Die kommen nicht ins Theater, weil der Hublift nicht fertig ist. Es tut uns leid. Wir haben es einfach nicht geschafft. Wir haben nicht mal das Geld zusammenbekommen. Und mit der Gage? Kann man da was machen? Was mache ich bloß? Am besten rufe ich Richie an. Der weiß für alles eine Lösung. Richie? Der großartige Richie. Du weißt schon, dass das der angesagteste Agent in der Schlagerszene ist. Krass. Jetzt geht's uns an den Kragen. Geh schon ran. Richie, hier ist was ganz Schlimmes passiert. Die sind nicht fertig. Reg dich nicht auf, Elvira, Schätzchen. Du weißt doch, Richie findet immer eine Lösung. Womit sind sie nicht fertig? Na, mit dem Lift. Meine Fans kommen jetzt nicht ins Theater, weil hier nichts fertig ist. Steine liegen überall rum und nichts ist gepflastert. Und ich glaube, die haben sogar Geldprobleme. Die haben sich verrechnet oder so. Ich frage mich, wie das mit meiner Gage aussieht. Mich leisten können sie sich bestimmt nicht. Mhm. Das klingt ernst. Bitte, du musst sofort herkommen, sonst... Baby, ich bin gleich da. Muss nur was Wichtiges erledigen. Thank you.
Alles gut, aber es macht überhaupt. Beruhigt euch, Mädels. Ich sehe da nur eine Lösung. Wir machen das Ganze Open Air. Es ist doch schließlich der Erfolgshit, der Traum vom Fliegen. Elvira, du kannst auch deine Fans nicht im Stich lassen. Da musst du auch ganz oben stehen. Das kriegen wir schon hin. Wir wollen Elvira sehen, wir wollen Elvira sehen, wir wollen, wir wollen. Was ist das denn hier für ein Schrotthaus? Das geht ja wohl überhaupt nicht. Das hier beim Schrappenhof, also wirklich, der ist ja noch gar nicht fertig. Hier soll der Hublift hin? Was? Hier ist doch nur ein Loch. Wie sollen wir denn da reinkommen und Elvira sehen? Was ein tiefes Loch. Guck mal, wie groß das ist. Das geht ja gar nicht. Das dauert ja 2 Jahre, bis das fertig ist. Was ist das jetzt hier? Oh, nein. Guck mal, da ist ein Mist hier, ey. Mann, wie soll man denn da herkommen? Keine Ahnung. Nein, geht doch gar nicht. Was ist das denn? Wie sollen wir denn da hochkommen? Wir können doch nicht die Treppe hochgehen. Ganz ruhig, ich habe eine Lösung gefunden. Ihr werdet eure Künstlerin heute noch sehen. Wir gehen auf den Spielplatz und dort trefft ihr Elvira. Ja! Wir wollen Elvira sehen, wir wollen Elvira sehen, wir wollen Elvira sehen. Ich begrüße euch zu einem einmaligen Erlebnis hier im Schrappenhof. Es ist mir eine Ehre, heute hier die grandiose Künstlerin vorzustellen, die heute hier in Erfolgsschlager, wir haben weltweit schon über 3 Millionen Singles verkauft, präsentieren wird. Und zwar den Erfolgshit Ein Traum vom Fliegen. Ich spreche von keiner anderen als der einmaligen, großartigen, einfach fantastischen Sängerin Elvira. Und hier ist sie mit dem Traum vom Fliegen. Ein Applaus für Elvira. Fliegen mit dir, mein Freund. Wir steigen zu den Wolken.
Klaus. Vielen Dank, dass ihr trotzdem vorbeigekommen seid, obwohl das Ganze jetzt hier draußen stattfinden musste, weil den Schrabbenhof das Geld ausgegangen ist. Mein Agent Ritchie, der großartige Ritchie und ich, haben uns da mal was überlegt. Ritchie, erklär mal. Ja, Elvira, das erkläre ich gerne. Wir unterstützen den Verein Mut Sauerland mit einem Crowdfunding, und zwar mit Hilfe der Volksbank. Leute, das Motto lautet, viele schaffen mehr. Wenn ihr dort 10 Euro spendet für den Zweck, den Traum von Fliegen, natürlich geht auch mehr, dann setzt die Volksbank noch zusätzlich 10 Euro drauf. Ist das nicht ein Ding? Also, wer ist mit dabei? Gib mir auch 10 Euro. Super! Aber keine 10 Euro. Nehmt er dir auch? Ich gebe 1000. Ja! Ja. Und denkt dran, der Traum vom Fliegen kann auch euer Traum sein. Auch wenn ihr andere Träume habt. Lasst uns unsere Träume verwirklichen.